Die Nasenoperation beginnt mit der sogenannten infrakartilaginären Inzision, einer Schnittführung unterhalb des Flügelknorpels bzw. an dessen Unterrand. Von hier aus wird auf der Oberseite des Flügelknorpels anschließend präpariert, um die gesamte Nasenspitze freizulegen. Die Schnittführung muss vorsichtig erfolgen, um die Nasenhaut anschließend nicht zu perforieren. Die Präparation der Flügelknorpel erfolgt hier mit der Josef-Schere. Auch hier muss Sorge getragen werden, die Nasenhaut nicht zu verletzen. Insbesondere bei voroperierten Patienten kann diese Präparation recht anspruchsvoll sein. In diesem Fall bei einer nicht voroperierten Patientin ist die Präparation einfach und schnell durchführbar. Die Präparation unterscheidet sich hier bisher nicht von der Präparation bei einem geschlossenen Zugang. Die Inzision an der sogenannten Columella kann mit der Wolfram-Elektrode und dem Hochfrequenzgerät sehr einfach und zügig durchgeführt werden. Hierbei muss allerdings darauf geachtet werden, die Columella-Segmente des Flügelknorpels nicht zu verletzen. Die anschließende Darstellung der gesamten Nasenspitze, der Nasenklappe und des knöchernen Nasenrückens ist im Grunde eine einfache Präparation, die in geübter Hand kaum eine Minute braucht. Sorge muss wie immer getragen werden, keine Verletzungen der Nasenhaut zu erzeugen. Es muss epiperikondral unterhalb des Smas präpariert werden. Im Bereich des knöchernen Nasenrückens sollte am besten subperiostal präpariert werden, damit hier die anschließende Bearbeitung des Nasenrückens mit der Feile oder mit der Fräse vereinfacht ist und nicht nur Weichgewebe bzw. Periost bearbeitet werden. Die Präparation erfolgt hier teilweise auch mit der Wolfram-Elektrode. Es folgt nun die Darstellung der vorderen Septumkante. Hierbei werden zunächst die Flügelknorpel getrennt und die Supportstrukturen der Nasenspitze verletzt, sodass anschließend für erneuten Support gesorgt werden muss, damit es nicht zu einem Absinken der Nasenspitze kommt. Dazu allerdings später mehr. Die Präparation muss abhängig davon erfolgen, ob ein Columella-Strut verwendet werden soll und was für eine Art von Columella-Strut, ob eine Tongue-and-Groove-Technik verwendet werden soll oder ob der Support anders unterstützt werden soll. Hier erfolgt die subperikondrale Darstellung der Septumvorderkante, um von hier aus die submuköse Präparation der gesamten Nasenscheidewand oder zumindest der submukösen Tunnel zur Untertunnelung des Nasenhöckers durchgeführt werden kann. Die Präparation ist bei nicht voroperierten Patienten relativ simpel. Für die Präparation werden eigentlich nur zwei Instrumente gebraucht, bei mir in der Regel die Josef-Schere und der Freer. Ein Saugraspatorium kann hilfreich sein, wird aber eigentlich nur bei voroperierten Patienten benötigt. Die Präparation geht einfach und schnell,
Es darf allerdings auf keinen Fall die Schleimhaut verletzt werden, denn Schleimhautperforationen, wenn sie beidseitig auftreten, müssen repariert werden. Es folgt nun die inkrementelle Erniedrigung des Nasenrückens. Im ersten Schritt erfolgt die Trennung der Seitenknorpel von der Septumoberkante, die eigentlich kontinuierlich ineinander übergehen und keine klar abgegrenzten anatomischen Strukturen sind. Im zweiten Schritt erfolgt die vorsichtige, konservative Erniedrigung des knorpeligen Nasenrückens durch Resektion der Septumoberkante bis zum knöchernen Höcker. Anschließend erfolgt die Präparation der Spreader Flaps zur Rekonstruktion der Nasenklappe. Hierbei werden die Seitenknorpel subperikondral bis unter den knöchernen Nasenrücken präpariert, denn sie reichen dort ca. 8 mm unter den Nasenrücken. Die Verbindung zum Septum wird durchtrennt, sodass ein Einrollen der lateralen Anteile der Seitenknorpel fast von alleine erfolgt. Wenn die Spreader Flaps fachgerecht präpariert sind, legen sie sich von alleine in Position. Man kann hier deutlich sehen, dass der Spreader Flap im Grunde genommen schon ohne Naht in Position liegt. Eine Fixierung erfolgt natürlich später. Hier erfolgt die Vervollständigung der Spreader Flap Trans- bzw. Dissektion auf der anderen Seite. Die Erniedrigung des Nasenrückens erfolgt bei der inkrementellen Erniedrigung des Nasenrückens, idealerweise mit der Feile oder bei uns oft mit der Fräse. Es zeigt sich nun ein bereits nahezu ideales Profil mit einem relativ geraden Nasenrücken, einer gut definierten Supratippregion, die Verfeinerung der Nasenspitze beginnt mit der Entfernung der Weichteile von den Flügelknorpeln, damit Irregularitäten und die gesamte Anatomie vollständig dargestellt wird. Hier zeigen sich im Bereich der Columella-Segmente leicht divergierende Knorpelanteile, die getrimmt werden. Das ist nicht immer erforderlich, erfolgt allerdings in diesem Fall schnell, unkompliziert und sehr simpel mit der Wolfram-Elektrode. Die kraniale Resektion der Flügelknorpel sollte unbedingt konservativ erfolgen. Die Resektion der lateralen Anteile ist obsolet und gehört eigentlich in die Geschichtsbücher der plastischen Chirurgie. Aufgrund des Bernoulli-Effekts ist es unbedingt ein knorpeliger Ring zu erhalten. Daher erfolgt eine sparsame, konservative kraniale Resektion, um eventuell Fülle im Bereich der Supratipp-Region zu reduzieren und einen schön definierten Supratipp-Breakpoint zu erzeugen. Die Resektion ist in diesem Fall sehr einfach bei einer relativ symmetrischen Ausgangssituation. Die Resektion mit der Wolfram-Elektrode ist simpel und extrem schnell. Auch hier sieht man wieder, wie die Spreader-Flaps quasi ohne Fixierung schon in Position fallen. Insbesondere, weil die Scrollregion nun ausgedünnt ist. Die weitere Nasenspitzenformung erfolgte durch eine vertikale Matratzennaht, um den Tip-Support in vertikaler Richtung zu verbessern, und eine Dome Equalization Suture hier am kranialen Rand, um eine leicht
gespaltene Nasenspitze zu erzeugen, damit wir zwei definierende Nasenspitzenpunkte erhalten. Es erfolgt eine Osteotomie lateral, auf eine mediane Osteotomie wird hier verzichtet, eine Low-to-Low-Osteotomie percutan mit dem Mikroosteotom, eine simple und sichere Prozedur. Es zeigt sich nun nach Ausdünnung der lateralen Flügelknorpel bzw. der kranialen Resektion und den lateralen Osteotomien eine nochmals besser definierte Supratippregion bei einem relativ geraden Nasenrücken. Hier erfolgt die Fixierung der Spreader-Flaps an der Septumoberkante mit vertikalen bzw. horizontalen Matratzennähten. Eine simple Prozedur, die wenige Minuten beansprucht. Hierdurch wird eine suffiziente Rekonstruktion der Nasenklappe erreicht. Der Nasenrücken rekonstruiert und im Bereich der Keystone Area ein Open Roof sicher verhindert, selbst wenn die lateralen Osteotomien insuffizient sein sollten. Es macht Sinn, darauf zu achten, die Spreader Flaps etwas niedriger als die Septumoberkante zu positionieren. Es erfolgt der Wundverschluss im Bereich der Mikroosteotomien. Die Operation ist beendet.